Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, ich darf Sie herzlich begrüßen und mich entschuldigen für die kleine Verzögerung, die damit zu tun hat, dass Sie so zahlreich erschienen sind, worüber wir uns natürlich wahnsinnig freuen. Insbesondere ein herzliches Willkommen allen, die auf unserer schönen Schäfchentreppe Platz genommen haben. Ich begrüße Sie nicht nur im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung, sondern auch im Namen des Auswärtigen Amtes und der Bundesakademie für Sicherheitsfragen. Wir haben den ganzen Tag über mit Expertinnen und Experten zusammengesessen im Auswärtigen Amt, das Thema nach allen Seiten hin ausgeleuchtet und wollen jetzt einen Teil davon Ihnen in dieser öffentlichen Veranstaltung präsentieren und mit Ihnen weiter diskutieren. Ich gehe davon aus, dass Aussicht über einige apokalyptische Objekte oder Subjekte, je nachdem wie man es sieht, nämlich Killer-Robots zu sprechen, sie auch ein bisschen hierher gelockt hat. In Wahrheit geht es natürlich etwas nüchterner gesagt um Anwendungen der künstlichen Intelligenz im militärischen Bereich, nämlich im Bereich dessen, was man autonome Waffensysteme nennt. Künstliche Intelligenz ist ja nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch im zivilen Bereich einerseits eine technologische Entwicklung, die ein großes Glücksversprechen für uns alle birgt. Ganz neue Wertschöpfungsketten sind möglich oder ja auch schon existent. Mobilität, Gesundheit, Medizin, alle möglichen Dinge, Arbeitswelt werden sich verändern und zu unseren Gunsten. Nicht viele Tätigkeiten, die langweilig sind, die monoton sind, die schwer sind, diese Aussicht dürfen wir ja haben, werden also von Maschinen übernommen. Klingt wunderbar, die Idee, dass jeder von Ihnen nachher nach Hause kommt und in eine geputzte und aufgeräumte Wohnung käme, weil er ein Smart oder sie ein Smart Home hat, in dem die Computer schon alles erledigt haben, klingt eigentlich erstmal ganz vielversprechend. Und gleichzeitig wissen wir, dass mit diesen Glücksversprechen auch Gefahren und Ängste einhergehen, vor allem die nicht unberechtigt vor dem menschlichen Kontrollverlust. Kann es sein, dass wir, ohne es vielleicht zu wollen, sozusagen schlafwandlerisch hineinschlittern in eine Situation, in der wir autonomen Systemen, egal ob das jetzt zu Hause ist oder im militärischen Bereich, zu viel Verantwortung anvertrauen, dass die Maschinen selbstbestimmt Entscheidungen treffen? Und im militärischen Bereich wird es dann natürlich sehr schnell, sehr ernst. Suchen die Ziele aus und bekämpfen sie diese Ziele? Das sind die entscheidenden Fragen, die natürlich nicht so harmlos sind wie ein außer Kontrolle geratener Haushaltsroboter. Und meiner Ansicht nach gibt es darüber auch schon lustige Filmchen, was passiert, wenn im Haushalt die Maschinen außer Kontrolle geraten und sich Entscheidungen treffen, die wir nicht unbedingt richtig finden. Wenn aber ernst wird es dann, wenn diese Entscheidungen Konsequenzen und eventuell tödliche Konsequenzen für Dritte haben. Wir als Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigen uns schon länger mit diesem Thema. Wir haben vor einiger Zeit eine Expertengruppe ins Leben gerufen, die hier intensiv gearbeitet hat, on Disruptive Technologies and 21st Century Warfare, die sich genau mit der Frage, wie bewerten wir ethisch, völkerrechtlich, technologisch und politisch autonome Waffensysteme. Und ich freue mich sehr, dass Noel Sharkey, der gleich die Keynote halten wird, einer der Autoren und der Mitglieder dieser Arbeitsgruppe war. Autorin deshalb, weil daraus eine kleine Studie entstanden ist, die es aber in sich hat. Dies ist ein kleines Heft, aber es lohnt sich, jeder Satz zu lesen. Ich will Noel Sharkeys Rede nicht vorgreifen und Sie natürlich auch nicht davon abhalten, unsere Studie zu lesen. Ich will Sie nur auf die wichtigste Forderung, die sich aus dieser Studie ergibt, hinweisen. Bei Waffensystemen mit autonomen Funktionen dürfen Menschen nicht aus der Verantwortung entlassen werden. Punkt. Das klingt zunächst einfach, ist dann aber natürlich in der Praxis nicht mehr so einfach, wenn es darum geht, militärische Ziele auszuwählen und zu bekämpfen. Wann und wo gilt das? Gilt das immer? Und wie setzt man das dann eigentlich um? Also, wenn Entscheidungen tödliche Konsequenzen haben können, dürfen Menschen nicht
quasi hinaus digitalisiert werden. Das ist der Satz, der wichtig ist aus der Studie. Aber wie realistisch ist es eigentlich, dass wir solche Systeme haben, die selber entscheiden, was sie tun und wie bekämpfen wir und wie definieren wir das? Wir hatten heute tagsüber ein intensives Gespräch auch mit Entwicklern über die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen automatisch und automatisiert und autonom? Also wo zieht man die Grenzen? Kann man die überhaupt ziehen? Kann man die aus technologischer Sicht ziehen oder wer zieht sie eigentlich? Und können wir die Entwicklungen, die da passieren, überhaupt noch aufhalten? Diese Fragen wollen wir diskutieren. Wir wollen sie diskutieren mit Fachleuten, mit Technikethikerinnen, mit politischen Aktivistinnen wie Professor Scharki, mit Vertreterinnen und Vertretern im politischen Raum wie Agnieszka Brugger, die ich herzlich begrüße. Ich freue mich, dass du da bist, Agnieszka, von der Bündnis 90 Grünen Fraktion. Aber natürlich auch mit genau denen, die forschen, die entwickeln, mit den Start-ups und Branchenverbänden. Wir wollen es auch diskutieren mit Diplomatinnen und Diplomaten. Und wir freuen uns, dass auch Professor Uschkoret, der sich da versteckt hat in der dritten Reihe, mit uns diskutieren wird. Eine Sache ist wichtig, das habe ich heute auch nochmal verstanden, die Begriffe präzise zu kriegen. Ja, Big Data, autonom, automatisch, alles fliegt herum. Und was bedeutet das eigentlich im Einzelnen und worauf kommt es wirklich an? Das ist für uns alle ein Lernprozess und ich glaube, ich bin da ganz zuversichtlich, dass es uns gelingt. Das war jedenfalls bei jeder technologischen Entwicklung in der Vergangenheit so, mit diesen Begriffen vernünftig zu hantieren, Fakten von Fiktionen zu unterscheiden und uns nicht von apokalyptischen Szenarien hinwegtragen zu lassen, sondern zu gucken, was sagen die Experten, was ist wirklich möglich und wo ist menschliche Entscheidung wichtig und darauf kommt es ja eigentlich an. Die nächste Frage ist ja immer, wenn so viele Leute anfangen, sich dafür zu interessieren, ist es dann nicht eigentlich für die Entwicklungsfragen schon zu spät? Sind dann technologische Dinge schon so weit fortgeschritten, dass wir sie nicht mehr aufhalten können? Insgesamt im Bereich der digitalen Entwicklung gibt es zwei Komponenten, die entscheidend sind. Das eine ist die Schnelligkeit und das andere ist die Komplexität. Im Militärischen ist das Thema Schnelligkeit sozusagen das Entscheidende. Ja, ich muss schneller sein als der Gegner, um mein Ziel zu erreichen. Komplexität der Waffensysteme kommt dann natürlich dazu. Also was können wir dieses noch aufhalten, diesen Wettlauf um schnellere, komplexere Waffensysteme? Ist der normale Soldat, außerdem wir haben nicht mehr so viele davon, ist er überhaupt noch in dieser Geschwindigkeit entscheidungsfähig? Ist er nicht viel zu emotional, zu empathisch? Kann er da überhaupt mithalten? Ist es nicht besser? Also werden die Entscheidungen nicht präziser, wenn sie einen Computer trifft? Auch wenn es gelingen sollte, autonome Waffen völkerrechtlich zu verbieten, auf das Thema werden wir heute stark kommen, wie kann man das überprüfen? Wie kann man ein solches Verbot eigentlich verifizieren? Also woran merke ich, wenn eine unbemannte Drohne kommt, ist die jetzt von einem Computer ferngesteuert oder entscheidet die Software, was die Drohne tut? Wie wollen wir das eigentlich rausfinden? Diejenigen unter Ihnen und ICAN-Vertreterinnen und Vertreter sind hier, die nukleare Verifizierungsdebatte kennen, wissen, wie schwer allein das ist, obwohl wir im nuklearen Bereich ja mit kiloschweren Objekten zu tun haben, die man ganz gut erkennen kann auf dem Radar und die dann auch noch in sehr, sehr schweren Trägersystemen verankert sind. Also das lässt sich jetzt nicht so schnell verwischen, die Spuren. Aber für künstliche Intelligenz und für autonome Systeme ist das nicht so einfach, weil natürlich eine völkerrechtliche Regelung irgendeine Form von Verifizierung braucht. Also ich stelle diese Fragen, ich kann sie nicht beantworten, ich muss sie nicht beantworten und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir den Dialog und die gesellschaftliche Diskussion darüber anregen. Das ist das, was wir als politische Bildungseinrichtung können und wollen.
Und ein wichtiger Meilenstein ist heute diese Veranstaltung. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Noel Sharkey jemand ist, der zumindest schon mal lange, lange darüber nachgedacht hat, wie man diese Fragen beantworten kann. Er war, ist jetzt emeritierter Professor für künstliche Intelligenz und Robotik in Sheffield an der Uni. Und er ist einer der beiden Direktoren der Foundation for Responsible Robotics und Vorsitzender des International Committee for Robot Arms Control. Noel Sharkey forscht seit mehr als 4 Jahrzehnten an diesen Themen. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn heute Abend hier haben und dass er zu uns sprechen wird. Das war zwischendurch heute mal etwas unklar, ob es ihm gelingen wird. Aber auch ihm ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, uns das, was er zu sagen hat, mitzuteilen. Und deshalb übergebe ich ihm jetzt sehr gerne das Wort, Noel Sharkey. Welcome, we are very happy to see you in a quite healthy condition. And the floor is yours. Thank you. Good evening, everyone. I'm just going to set my timer so that I don't go wildly out of time. Unfortunately, I've forgotten how to do it. Oh, here we are. I have no idea what was said about me there at all, so I hope it wasn't too bad. So I'm going to be talking now for about 30 minutes, maybe a little less. And I'm going to be talking about a new kind of weapon. And some of it I will have to rush through a little bit because I have a lot to get through. So I'm going to show you examples of weapons, new autonomous or killer robots that are being developed by various nations. And then I'm going to explain to you why I object to these very strongly. I might as well put the first slide on. So it's why killer robots must be stopped. There's a number of arguments against. Then I'm going to say how we're going about doing this. And I'm also going to say just a small bit about what Germany's position is and what we can do to improve it a lot. Okay. And don't be too offended by that because I like Germany a lot. So up until fairly recently, weapons have been controlled by humans. So somebody pulled the trigger directly, released a lock and fired gunpowder. But nowadays, most weapons have computer chips in of some sort, and they're becoming more and more, you're becoming more and more distant from the weapons. So for instance, we have here drone, I don't know why I'm using this because I've got a mic on. They've got drone aircraft that you all know about, but these are remotely controlled by a pilot here and a sensor operator who wiggles laser at the target and then it hones the missile in. But they're looking at, I don't really like these either because there are so many bad accidents and bad collateral damage, but that's another story. But nonetheless, they're looking at the target clearly, they're selecting that target, and they're deciding, should I kill this target, and is it a legitimate target? Now, the next step is to get rid of those operators. And so this is working entirely on its own, without operators, once it's been launched. In fact, the definition of an autonomous weapon is, once it has been launched, it will find its targets, engage them, which means kill them or maim them, without further human intervention. Okay. Now, this is just a little animation showing you what an autonomous weapon is. And excuse this Viking here, because the first time I used this was in Copenhagen, and it was a sort of appropriate. So you pull the lever or whatever it is you do, and now you're completely under computer control. I've been working in AI and robotics for 40 years, and that terrifies me, I can tell you, because computers are crap, essentially. I mean, they're not wonderful. If you've all used them, so you know how they operate.
and how many things can go wrong. But the computer obviously is on board, and it has to get information about the target, about obstacles. It has to get information about everything. And so it uses sensors. Now, these sensors pick up information from the environment. They can be like your household burglar alarms, so they can be, or they can be infrared sensors, they can be microphones, they can be cameras, they can be LIDAR, they can be radar, any kind of sensor. That feeds its they feed their information into the computer. The computer then is responsible for processing that information, and in return, it outputs to a motor. That's all you ever need to know about robotics, unless you want to become a roboticist. So process sensor information and send that to a motor. Now, the motor can control many things. It can control an aircraft, the wings. It can control a gun. So we're relying on that sensor information and the quality of it. And frankly, we're not that good yet at the sensory information. Now, I'm going to show you here what's meant by an autonomous weapon or killer robot. Now, this is a completely indiscriminate one that nobody except a terrorist organization would use. And people say they're so far away. I could make one of these and bring it here, probably take me a week or two, bring it here and kill everybody in the room without harming the furniture. So I'd still have somewhere to sit after you're all dead. That's the sensor, turns the robot and kills. I'll just show you that again because I rather like it, even though it's crude. So heat sensors at the front, so they're detecting a hot body, simple as that. And the program is, if one of those detects heat, it rotates until both detect heat and then fire the weapon. So simple as that. Now, if you're a legitimate force, obviously you don't want to do that. You want to at least have, at the very least, have a pretense that you're following international humanitarian law, or make a strong attempt to do so, or be able to do so in restrictive conditions. Now, let me show you some of the weapons that are not like this. Okay. Now, this one here is the Crusher. That's a super tank. Now, that super tank is absolutely enormous, and I'm told by military advisors that it's probably 10 to 20 years ahead of anybody else's. They can control it by remote control at the moment, but the Russian government have said they're working very hard to make it fully autonomous, and I'll scare you a bit on that in a few minutes. That's the thing that keeps me awake at night, thinking of those all along the border with Europe. That's not a good thing. Now, this is also Russian, and this is not real. It's a video, but nonetheless, it shows you the kind of plans. A lot of this stuff is what we call saber rattling, but it shows intent and where they want to go. You notice all the people it's fighting against look very American. You'll see an Apache helicopter here as well. So those would all go into a city on their own and take care of everything. There's an Apache helicopter. Okay. Now, there's a fantasy by some nations, and it was particularly the United States to begin with, that the idea of developing these weapons is to get a military edge because they've lost their edge in missile technology. And so this would give them a military edge. But what they're not realizing, and they publish it all on the internet, I mean, I've been reading it for years, and what they're not realizing is rather than scaring, they are scaring their, with the other people with their saber rattling, but what they've done is push the development of the others. And they imagine that every scenario I see made by the United States fighting China in the Pacific, they are loaded to the teeth with autonomous weapons of all sorts, but in 10 years' time, and yet the Chinese are exactly static as they are today. That's not how it works, and that's a fantasy. Because people say, well, that's going to save our soldiers' lives. It's not going to save our soldiers' lives when everybody has them, that's for sure. And that's going to happen if we don't stop it.
I'm getting ahead of myself now. This is a US development, the Ironclad. Now that looks, that's an autonomous tank, but it's like that size. But it, they make it look very big in the videos. This is the Guardian, which has been working for some time in Israel. And you won't see one with a weapon on it anymore, because after our campaign started, which I'll explain, they stopped showing videos with a weapon on board. The idea was that this would patrol around the border with Palestine and shoot any intruders. But now they say that there's always a person looking through a video camera to make sure. Okay. This now, this is a scary development. At the UN, Russia keeps saying, why are you talking about these weapons? What's the big deal? Nobody's developing them. Nobody has them. And yet Kalashnikov and the Russian government keep announcing all the time new developments. That there, I don't know, you can't see my pointer, unfortunately. The tall one is a fully autonomous gun that's more advanced than anybody else's. They used neural network training, machine learning, to train that gun and targets. And I told the New York Times about it. They went to Russia and they actually let them film it. So that's coming out in March. They'll be showing filming of this working and being trained. We've also got them on the ground. You notice here there's no big robots. When we talk about killer robots, people imagine something with a big humanoid with a machine gun. There's none of that. It's all conventional weaponry. This is called the C-100. It's a Russian... I'm getting mixed up in my countries. It's in the United States fighter ship that hunts submarines. This is their new gunboat, which they want to have in swarms, which I'll talk about. So they've trialed these in swarms. And this is a submarine hunting submarine that's fully autonomous. It's in phase three now, developed by DARPA, the Pentagon's research wing. Now that submarine will hunt other diesel engine submarines, but eventually there's nothing to stop it hunting a ship. And so there's no constraint on this. This is the X-47B. And you'll hear them saying how it's the dream plane of the future. It's been tested taking off, landing from aircraft carriers. The idea is that because China has very advanced missile technology, hypersonic as well, and they can now sink U.S. battleships for the first time in history in the Pacific. And so the American fleet is going to have to move back a long way. These have 10 times the range of the normal F-25 fighter jet you get on board U.S. aircraft carriers. And also they can fuel in midair. You can see it here. It's quite a scary machine. It didn't come up, did it? Unfortunately, the video doesn't seem to be playing. Anyway, I don't know what's happening here. Ah, there we are. It's subsonic, it's not supersonic. But very, very fast. This one beneath it, there is the... Oh, God. Excuse me, everybody. The one beneath it is the Taranis made by BAE Systems in the UK. That has been trialed quite a lot in Australia, and they've tested teams of them selecting targets for themselves, but making sure that they coordinate so they don't all select the same target. This one, I will get this to you if it kills me. See, I tampered with my overheads at the last minute. There we are. That's China's invisible sword. That's been on the drawing board for a while, and they exhibited it at the last air show. That is supersonic. It's a supersonic air-to-air combat jet fighter. And that can move at speeds that no pilot could stand. It can spin, it can turn, it can do all sorts of things. So it's a very scary device. Now, the next progression, what everybody's talking about, because people imagine, and some people who are working in the ethics of robots talk about the idea of it would be great to have a robot working alongside a soldier so the soldier can say, you know, go into that building and find out if there's any targets before we go in. It's very safe. But none of the militaries are talking about that. Everybody talks about the term force multiplication. So one person in control of many weapons.
And they wrongly call it a swarm, because a swarm actually has a particular academic meaning in robotics. They just mean a large number. So they want a large number of these working together. And you cannot, they say that there's a human in control, but I'm sorry, but one human with 100 robots isn't in control. They can send them in, they can call them out, but they can't make individual targeting decisions. Excuse me. They've got up to about 120 now, and this is hopefully will play. I don't know how to start it. Nope. Oh, there they are. It started. You just can't see anything yet. So they're firing these little things into the air. So we can get 100 of these. But you see them at concerts now. I mean, the most that's been used is this year there were 1,800 sent into the air and controlled to make the shape of Intel chip. So they're very, very controllable. So the idea is you swarm your enemy. But what the US is thinking is not this, but things like the X-47B swarming. This is the Chinese version, which is much prettier, I have to say. I mean, China's getting very advanced with this. But there's some good news about that. Okay, so now I just want to say what the problems are if you haven't already thought of your own problems. There are four main problem areas for me. And one is over-reliance on computer programs. Okay. So you're having to rely completely on computer programs to use these. One Marine commander said he didn't want these weapons because he didn't want to take out his weapons and find it. The machine said, I'm sorry, you're going to have to upgrade. Okay, that was his concern. Compliance with international humanitarian law, the laws of war. At the moment, I can't see much room for that, except in narrowly constricted circumstances. For instance, you could easily replace a very expensive cruise missile that would cost you $2 million to send to destroy a bridge. You could do exactly the same with an X-47B. It would release two Hellfire missiles, total cost about $150,000. So that would be a legitimate way to use it. My worry is it's a foot in the door. And you know what happens with feet in the door. The other one is ethical compliance, and I'll talk a little bit about that, particularly with respect to your first article of your constitution. Impact on global security, and that's my biggest concern at the moment, is this going to destabilize us? Now, I'm going to go through these in a little more detail. So this is a list of, I'm not going to go through these because I haven't got time, but I'll look at the last one, but you can see them coming up. And I don't know if the translators can speak that quickly. But this is from the Department of Defense in the United States, who admitted this in 2012. But they said their job was to minimize these failures. I don't know how you do it, especially the last one. The last one is what they want to minimize is other enemy countermeasures or actions, unanticipated situations on the battlefield. And I don't know if anybody in this room could explain to me how you minimize an unanticipated situation. And this is one of the biggest problems with using computerized computer devices, is that what do you do when you meet an unanticipated situation? No one knows. It's a very difficult problem. Now, compliance with international humanitarian law. The cornerstones of the international humanitarian law, the Geneva Conventions, the principle of distinction. With a weapon, you must be able to discriminate and show that you can discriminate between an enemy, a soldier, and a civilian target. So a military target, civilian target. But also, you must be able to recognize surrender. You must be able to
You must be able to see if somebody's mentally ill, if someone's wounded. You can't kill someone who's wounded. Now, the sensing capabilities in these machines is just not up to it at all. You could possibly recognize a target, you know, if it was static and it stayed still. But in the fog of war, it's very difficult. And people are talking about using them on the ground in places like Africa and Iraq and Afghanistan. And it's going to be very, very difficult. I mean, a good example is some American Marines trapped a group of insurgents in an alleyway in Afghanistan. This was quite a while ago. And they raised their machine guns and were about to shoot them all. And they noticed they were carrying a coffin. So they took off their helmets, lowered their weapons, bowed their heads and let them pass. A robot machine would have killed them all. And if not, and you could program the machine to recognize coffins. And what do you think would happen? Every insurgent would have a little coffin on their shoulder. You know, everything you think of can be gamed. So gaming is one of the big things. I can make fun of, I examine PhDs on robotics, and my goal is always to, first of all, break the system and show where its faults are. Everybody's got faults in their systems, but you break it and then you work backwards from there. Principle of proportionality, that's impossible for a machine. It's not calculatable. Principle of proportionality is that a commander decides, is this of direct and concrete military advantage? Is it worth, it's called collateral damage. Is it worth killing civilians or destroying civilian property for the sake of this target? Is this target that important? Now, those circumstances change all the time. Now, what a machine is good for is being able to select the best weapon, in your arsenal to minimize collateral damage. So it can choose an angle, but it can kill less people than you would otherwise kill. But you imagine there's a target, I hate calling people a target, but there's a person who's a target outside a school. The school has 1,000 pupils. Now, if you don't use the right software, it kills all 1,000. But if you do use the right software, it kills 250 children. Now, when you think about that, then somebody, a person, has to make a decision, is this worth killing 250 children for? And that's not, if you look in military academies, do it when you go home, have a look in military academies, you'll find PhD theses talking about proportionality, how difficult it is. Precaution, I'll speed up a bit. Precaution is just that, well, there's two different kinds, but the one I'm going to tell you about is if you think that a target may not be a legitimate target, then it isn't one. Okay. Accountability, who's accountable? This muddies up the chain of accountability. A robot kills somebody. Who was responsible? Was it the software engineer? Was it the engineers who developed it? Was it the commander who sent it out in the field? Was it the politicians who used it? I think it was the politicians who sent it out in the first place, who allowed it to be used. Commanders all tell me, we know who's going to be accountable, us, and we don't like it. Okay. Article 36 reviews, that's a bit complicated. That's when I told you about the principle of distinction, proportionality. You have to put, legally, all nations are supposed to put every weapon through Article 36 reviews. In reality, only about 12 do it, and only 6 of those are high tech. And so how are we going to put these through Article 36 reviews? In fact, how are we going to test them? You can test the kinetic energy of a bomb. How do you test that an autonomous weapon will work in every circumstance? There's no way to formally do it in computer science. So how do you do it? I don't know. I give up. Moral case, and that is the Martin's Clause, which is the dictates of the public conscience. But the moral case is, should the decision to kill be delegated to a machine? Simple as that. And certainly, Major General Lateef, US, said being killed by a machine is the ultimate human indignity. Now, I'll just remind you, and I'm sure I don't need to, because everybody in this room who's German will know more about dignity than I will, because it's been rammed down your throat since you were at school. And my wife there, who wrote a paper on it showing that it was an ill-formed concept, but that's another matter. I don't think so. We have marital strife over that. Human dignity is the fundamental principle of your constitution. Article 1, human dignity is inviolable. To respect and protect it is the duty of all state authority. And it's, you even put it before the right to life.
And there was a case where, you probably know this, and to other people in the world it seems a little bit crazy, but I respect it. And that is, if a plane is flying with passengers and it's been hijacked, and it's flying towards the center of Berlin, should the state shoot down the plane before it reaches the center of Berlin if it's passing by a desert? And first of all, your court said, yes, it should, but the Supreme Court overruled that decision and said, no, because of the dignity of the passengers. No one deserves to be killed by their own state. So it goes the same with autonomous weapons. No one deserves to be killed by a weapon. Well, not even killed by a weapon. Of course, no one deserves to be killed by a weapon, but no one deserves to have a machine make a decision to kill them. And in fact, your government has had a very good position on this. Now, one of the things that exercises people, like your Ministry of Foreign Affairs your Ministry of Defense and other nations, is that you have these weapons that look autonomous. And it's very difficult to get the definitions right. This is your Mantis machine, and it works completely on its own, autonomously, automatically. But what it's there for is to shoot down mortar shells. So it sends a barrage of bullets, it works out the trajectory of the shell, where it's coming, and sends a barrage of shells in front of it so it destroys it, and that saves your troops from being harmed. Now, I don't have any trouble with that. I think that's a good system. But we can't take it off the table because the company who make Mantis in the fine print, and I read the fine print, say that the same system can use trajectory and speed to work out the exact location of where it came from. Now, a mortar is a very, very valuable asset, so military will want that machine to shoot as quickly as possible. So knowing the location, you could automatically take that out. My concern is, what if it's being operated by remote control? What if it's being operated in the center of a village and there are people there? So I would say that even if you can work out the location, it still needs a soldier, a commander, to be able to assess the legitimacy of that target. The other ones that are around are the Harpy, and that's a cusp weapon. And I call it a cusp weapon because it's a loitering munition. And here's one of your bands playing a track to it, actually. I think I'm not sure it's going to work. No, it didn't. Damn it. I don't know what's wrong with this tonight. So it's fired like a rocket. It loiters in the air. And what Israel use it for is if they're going to have an air attack on an area, they fire these loitering munitions and they hang about. And as soon as somebody shines a radar on it, it detects the radiation. It looks that signature of that radiation up in a database, and then if it's not one of theirs, it turns into a dive bomber and takes that radar out. Now, I don't know of accidents with this apart from one in one of the stands, but the Israelis have not been shown to have accidents with this. But nonetheless, it's not a discriminatory weapon. If you took the radar off and put it on a hospital roof or a school roof, it would not know that. And when I've tackled the Israeli Defense Forces on this, their response has been, that's not our fault, it's the people who put the radar on the roof. And for me, that's a joint responsibility. Neither side can delegate that responsibility. Okay, so I'm again looking at my time. So here's 10 risks to global security. Proliferation can get everywhere. Lowered threshold for conflict. It's easier to go into conflict when you have these weapons. And continuous global battlefield. So at the moment, you know that when we come out of, when we come out of Iraq and Afghanistan, drones are left behind, troops are left behind, and they carry on fighting. But it's very expensive to do that, and it takes a lot of planning, and it takes a lot of bases. But if you have autonomous weapons, they can go on forever. And people talk about having little tank-like things that can sit there dormant with solar panels so they can be reactivated whenever you want. So continuous global accelerating pace of battle. Now, that is scary. One of the big drivers for this
I think one of the biggest driver is actually profits. I mean, I've looked at the companies making these. I'm sorry to say, but it's profit rather than any kind of peace or saving anyone. But the accelerating pace of battle, people are saying now, it's battle's becoming so fast that it's now impossible. Oh, that's a warning. And I can't... It's not listening to me. Technology. So it's becoming so fast that people aren't capable of being able to handle it anymore, make decisions, because it's too fast for human decisions. But I don't know what to do about that. You can't really have a speed limit, but this isn't going to make it any slower, because what you've got is these faster and faster autonomous weapons, faster and faster counter weapons to beat the autonomous weapons, faster and faster counter weapons, and so on. The US now have one that flies at 22,000 kilometers an hour, an unmanned vehicle, the X-47, the X-7B, I think, I can't remember the name now, but that's roughly it. Unpredictable interaction. Whenever two combat algorithms, combat programs meet, two swarms meet, what happens? Because you can't give away your algorithm. If you do that, if you give away your battle algorithm, you could be easily picked out. And any computer scientist will tell you that if you have two unknown algorithms, no one on the planet can tell what will happen. Now, to me, that alone is enough to make these illegal. But how do I persuade a bunch of politicians that? Accidental conflict, cyber vulnerability, of course, is very strong. Infiltration, militarization of... I can't talk about that, but we really need to have a conversation. I'd also track how this is occurring in policing now in the global south. Automated oppression and non-state actors, authoritarian dictators. But I just have to get to this last little bit because it's a sort of important bit. So a way forward. A group of NGOs, that's us there, met in New York in 2012. Human rights, we formed an organization called ICRAC. And I think two of the members are here. I can't see Jürgen Altman, but I think he's here somewhere. And Frank Sawyer. So we got together in 2009 and formed the International Committee for Robot Arms Control. We're a bunch of academics who are very concerned. We gave a lot of talks to the military. We went out there. We did all sorts of talking and writing articles. And we could not meet our goal, which was to bring the international community to talk to each other, in discussion with each other. But in 2012, Human Rights Watch, Mary Wareham, came to visit me in Sheffield, where I live, and we had a four-hour conversation, and they decided that they would start a campaign to stop these weapons. And that was our first meeting. And I think I can see me, and beside me, on each side of me, are two Nobel laureates. And that's Human Rights Watch, Article 36. And... Pax Christi from the Netherlands and Landmine Action Canada. And we also have Amnesty International. Now, we've grown since then to 89 international, large international NGOs working together from 28 countries all over the planet, Africa as well, India, Pakistan. Nobody from China yet. That's the only place we haven't penetrated, unfortunately. So our goal from then on was to go to a special committee was to prohibit the weapons. But there's a special treaty committee called the Convention of Certain... Well, you can see the length of it. Convention on Prohibition and Restrictions. That's why everybody calls it the CCW, because it's such a long name. And they have protocols. Their job is to prohibit certain weapons, including blinding lasers, which is a preemptive ban. So we went to them, and what we're seeking from them is a new protocol, autonomy. So I don't know why it says that there. We're interested only in a... we're only interested in the prohibition of two critical functions, not robotics. We don't want to damage anything in the civilian world. I mean, I want to damage everything, but the campaign does not want to damage anything in the civilian world. Only two functions. That is selecting or tracking a target
and engaging a target with violent force. Just those two things. You can use whatever else you want in the military as far as our campaign's focused concern is to get these banned. And we keep, you know, we've been there for 5 years and we go for 2-3 weeks a year. And we have 28 nations completely supporting the campaign. One of those you'd be surprised to hear is China, who are one of the big developers. And that's odd. They're not supporting the ban on the development for now, but they're supporting a prohibition on the weapons. And proposals have been put. One of them is not Germany. And that's a little surprising, and I want to explain why. But 28 nations are supporting it. All the nations are talking about what the whole thing is about is what we really want, another way of phrasing this, is meaningful human control of all weapons. And that can even be retrospective, as the International Committee of the Red Cross want. It can be retrospective. So humans should meaningfully control. And meaningfully control doesn't mean, you know, they talk about a human in the loop to press the button to send the weapon, to be able to veto the weapon, to just be presented with a list of rank ordered targets and you say, oh, I'll take the top one. That is not meaningful human control. I have a PhD in psychology as well from the past, and I've written some papers on what meaningful human control is. It's something called deliberative reasoning, where you actually engage your thought processes, and we need to develop interfaces that make people engage the thought processes. One way of doing it is to keep showing them errors randomly, and if they fail on the errors, then they get fired or shot or something by an autonomous weapon. That's sort of, or they have to fight with it like a bullfighter. So that's the main thing. Now, in two consecutive German governments beforehand, they've had coalition agreements saying that they will ban these weapons when they come into power. Two governments in power, they're still not banned. And what's happening at the UN is we have Austria leading the way from Europe. Austria, Brazil, and Chile are the countries leading the way. And what Germany has done, and it's very disappointing because I've been working with the German ambassador for years, they decided to work with France and go for something called a political declaration. Now, that is a declaration that shows good faith by nations that they will show constraint in the development and use of these weapons. It has no legal teeth whatsoever. Now, when I speak to the German people in charge, they tell me all the time their goal is simply that this is an intermediate step on the way towards a ban. And the French are a bit more ambiguous about it, and they're trying to get nations to join up in this. Now, for me, what that does is that is an opt-out, because by doing that, you're getting people to say, oh, I'm doing something. And then our campaign will come to an end at the CCW and we'll have to take it outside. I mean, that's what happens with landmines and cluster munitions. But we don't want that. So by doing that, I believe that they're attracting people who can say then, oh, well, we tried, we did something, and they haven't done it. And that's my problem with it. And I think that Germany is... Yes, I'm this is my last sentence. I think that Germany... has shown great leadership in the past in many of these prohibitions. And really, if Germany was to step forward and say, we support a prohibition, I believe that many of the other European countries would join immediately, and that's the problem. And I'll leave you with that. So I want you to speak to your representatives and pressure them this for me, please. Thank you for listening. I sit here? Okay, thank you. I need to sit. What can I do? I'm sorry, I went on a bit long, but that's just the way it goes. Me. Yeah, yeah, so.
Vielen Dank, Noel Sharkey. Sie haben uns sehr viel Stoff zum Nachdenken gegeben und ich bin sehr froh, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, noch mit drei ausgewählten Expertinnen auf dem Podium diese Denkanstöße zu reflektieren. Ich bin Giorgio Franceschini, Referent für Außen- und Sicherheitspolitik. Ich werde dieses Gespräch moderieren. Ich grüße auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream und natürlich auch alle, die auf der Schäfchentreppe geduldig hier zuschauen. Ich möchte Ihnen erstmal unsere Panelisten vorstellen und möchte dann sehr schnell in die Diskussion einsteigen. Zu meiner Linken sitzt der stellvertretende Beauftragte für Abrüstung und Rüstungskontrolle des Auswärtigen Amtes, Rüdiger Bohn, der, wie gesagt, die deutsche Diplomatie, die etwas, sagen wir mal, unter Druck geraten ist, gerade vertreten wird und ihre Position nochmal erklären wird. Zu meiner Rechten ein Gesicht, das viele kennen, Agnieszka Brugger, zurzeit stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bündnis 90 und die Grünen. Ich kenne sie natürlich als ehemalige abrüstungspolitische Sprecherin, also alle, die sich mit Rüstungskontrolle und Abrüstung beschäftigen, kommen an Agnieszka eigentlich nicht vorbei. Und ganz zu meiner Linken Professor Hans Uskoreit vom Deutschen Forschungszentrum Künstliche Intelligenz, zurzeit stationiert in Peking, was durchaus interessant ist. Die Gender Balance hier am Podium stimmt nicht ganz. Das ist nicht Heinrich Böll-Style und dafür entschuldigen wir uns. Ich kann nur sagen, wir hatten weibliche Panelistinnen, die in letzter Sekunde umdisponieren mussten und dementsprechend haben wir das so gemacht, wie wir das hingekriegt haben und wir bitten da um Ihre Geduld. Ich möchte mit Ihnen, Herr Bohn, anfangen, auch deshalb, weil Sie jetzt erstmal ein bisschen einige kritische Worte gehört haben von Noel Sharkey, was die deutsche Position betrifft im UN-Kontext. Es gibt, wie wir eben gehört haben, im UN-Kontext in dieser Genfer Abrüstungs-, im Rahmen der Genfer Waffenkonvention seit einigen Jahren diese Diskussionen rund um autonome Waffensysteme. Ich glaube, Noel Sharkey hat irgendwann mal 10 Argumente genannt, warum diese autonomen Waffensysteme völkerrechtlich verboten werden sollten, und zwar sofort. Und die Bundesregierung hat ja einen etwas vorsichtigeren Ansatz, eben mit dieser politischen Deklaration, dass eben nicht ein Verbot ist. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie erklären Sie diese Position? Was erhoffen Sie sich? Wie versuchen Sie dabei mitzunehmen? Und was ist sozusagen Ihr mittelfristiges Ziel auch bei diesen Verhandlungsrunden, Herr Bohn? Ja, vielen Dank. In der Tat kann man sagen, dass wir uns in den Zielsetzungen, die auch Herr Sharkey genannt hat, eigentlich nicht unterscheiden. Wie Sie sagten, es ist auch für die Bundesregierung so im Koalitionsvertrag auch festgeschrieben, ein Ziel, autonome Waffensysteme, die nicht über genügend menschliche Steuerung verfügen, zu ächten. Das ist ein klares Ziel. Der Grund, weswegen wir uns im Moment noch nicht für ein Verbot im internationalen Rahmen einsetzen, ist ein rein taktisches. Wir diskutieren diese Frage in Genf, es wurde schon erwähnt, in der VN-Waffenkonvention. Das ist ein Gremium, wo auch die wichtigsten also Hightech-Industriestaaten vertreten sind, aber natürlich auch viele andere Staaten mit weniger entwicklungstechnischem Know-how im Waffen- und Militärbereich. Und dort ist die Lage so, dass es in zwei große Lager gespalten ist. Das heißt, es gibt einige Länder, die würden sofort ein Verbot befürworten. Das sind natürlich vor allem die blockfreien Länder. Einige wurden genannt, Brasilien, Chile, auch Kuba, Sierra Leone. Und es gibt die anderen, wie auch die großen Rüstungsproduzenten, USA, China, Russen, Israel, die eigentlich keinen wirklichen Regelungsbedarf sehen. Die Diskussion in dieser VN-Waffenkonvention läuft schon seit 2017. Da wurden dann entsprechende Gremien geschaffen, sogenannte Governmental Groups of Experts, GGEs, seit 2017. Diese Gruppe hat sich auch lange damit befasst, die Definitionsfrage zu klären, eigentlich 2 Jahre ohne wirklichen Erfolg.
Und unser Ansatz, also der der Bundesregierung, ist ein vermittelnder Ansatz. Wir wollen ja nicht einfach eine Ächtung dieser autonomen Waffensysteme ohne menschliche Kontrolle, sondern wir wollen eine weltweite Ächtung. Und die können wir eigentlich nur erreichen, indem wir die wichtigsten Industrieländer einbeziehen. Und da wollen wir den Weg über Schritte gehen, die eine Brücke bilden können. Und der nächste Schritt wäre eben eine Einigung herzustellen in dieser UN-Waffenkonventions, in diesem Gremium, auf eine politische Erklärung, die das Prinzip festschreibt, dass autonome Waffensysteme verboten werden müssen, die eben nicht über ausreichende menschliche Kontrolle verfügen. Und das sind letztendlich Prinzipien, wie Professor Scharke schon gesagt hat, die im humanitären Völkerrecht, also im Kriegsvölkerrecht, wie es früher auch genannt wurde, schon enthalten sind. Und wir haben da schon einen gewissen Erfolg. Also alle EU-Länder sind für diesen deutsch-französischen Ansatz, bis auf Österreich. Herr Professor Scharke hat aus Österreich herausgestellt, aber letztendlich ist das einzige europäische Land, was im Moment nicht für diesen Weg ist. Auch andere Länder wie die Japaner, Südkoreaner unterstützen uns bei dieser Idee, erstmal mit einer politischen Erklärung den Weg zu bereiten. Dann können weitere Schritte folgen. Nächster Schritt wäre ein Code of Conduct, der dann rein technisch ausbuchstabiert, was das eigentlich heißt. Aber dazu kann ich gleich noch mehr sagen, vielleicht erst mal das zur Einstimmung. Ja, also vielen Dank für den Einstieg in die Debatte. Und ich reiche den Stab jetzt gleich an Agnieszka Brugger weiter, weil wir haben jetzt zwei Ansätze gesehen, wie mit diesen Killer-Robots umgegangen werden könnte im VN-Rahmen. Noel Scharke sagt ganz klar, die Situation ist jetzt alarmierend. Wir brauchen jetzt ein umfassendes völkerrechtliches Verbot, vergleichbar vielleicht mit dem Kernwaffenverbot, das sich im VN-Rahmen durchgesetzt hat. Wenn die Bundesregierung eher diesen langsamen, schrittweisen Weg bevorzugt, wo man vielleicht auch viele zweifelnde Staaten noch mitnehmen kann. Das ist natürlich die Frage, die alle interessiert. Wo steht Agnieszka Brugger? Ja, aber bevor ich die beantworte, möchte ich einmal sagen, ich habe gedacht, zu dem Thema war ich doch schon mal hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Es war bestimmt so 3 Jahre her. Ich habe es gerade eben noch mal nachgeschaut. Also wir haben schon 2013 hier über genau diese Frage diskutiert, über die Definition, über die Frage Verbot, über die Frage, was sind die Risiken und wie wollen wir politisch damit umgehen. Und es ist einerseits schön, dass die Heinrich-Böll-Stiftung wirklich auch in Deutschland so an diesem Thema dranbleibt, dass wir auch 6 Jahre später wieder drüber diskutieren. Es ist natürlich aber traurig zu sehen, dass wir irgendwie seitdem in der praktischen Realität nicht wirklich viele Schritte weitergekommen sind, während natürlich die technologische Entwicklung rasant voranstreitet und die Gefahren und Risiken eigentlich von Tag zu Tag größer werden. Wir als Grüne Bundestagsfraktion haben uns schon sehr, sehr früh auch dafür ausgesprochen, einen internationalen Ächtungsvertrag auf den Weg zu bringen, wohl wissend um alle offenen Fragen, alle Probleme, die sich stellen. Nur bei mir ist in 6 Jahren oder so ein bisschen länger der Eindruck entstanden, dass natürlich jemand, der einen solchen Vertrag nicht will, diese Probleme auch gerne immer vor sich herträgt und sie dazu benutzt, diesen Prozess zu verschleppen. Natürlich könnte man sich auf eine Definition einigen und deren Schwächen auch gemeinsam ausdiskutieren und einhegen, wenn man zu einer Einigung kommen wollte. Und ich glaube, das ist eigentlich das zentrale Problem, dass es Staaten gibt, die das definitiv nicht wollen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist angesichts dessen die richtige Strategie. Ich glaube nicht, das glaube ich auch bei der Frage des Atomwaffenverbots nicht, dass es eine gute Strategie ist, denen zu weit im Vorfeld entgegenzukommen, sondern ich finde, wir sehen gerade auch im Bereich der Nuklearwaffen und im Bereich der Landminen, der Vergleich ist ja schon gezogen worden und der Streumunition, dass eher der Weg der maximalen Eskalation Fortschritte gebracht hat, dazu geführt hat, dass es internationale Verträge gibt und dass die Staaten, die am Anfang nicht dabei waren und dagegen waren, irgendwann sich diesem Prozess auch beugen mussten, ihm beigetreten sind oder sogar ihm nicht beigetreten sind, aber die Waffen wenigstens nicht mehr eingesetzt haben. Es ist alles keine Erfolgsgarantie, aber ich fände es eigentlich 1000-mal besser, wenn Deutschland hier eine klare Haltung hätte, wenn man den Koalitionsvertrag ernst nehmen würde, wo es ja auch als Ziel festgehalten ist und dafür streiten würde und da Druck aufbauen würde bei der CCCW.
Ich möchte noch eine Sache nur kurz erzählen. Wir haben auch im letzten Verteidigungsausschuss, in dem ich ja immer noch Mitglied bin, genau über diese Fragen wieder diskutiert. Da hatten wir Grüne einen kleinen Antrag, der, wie wir dachten, eigentlich niemandem wehtun kann. Jetzt wird CDU, CSU und SPD natürlich keinem grünen Antrag zustimmen, aber sie können ja diese Initiative aufgreifen, was sie oft tun, wenn sie feststellen, dass die Idee eigentlich eine richtige ist, auch wenn sie von den Grünen kommt. Da wollten wir nur festschreiben, dass der aus dem Verteidigungsfonds, der auf europäischer Ebene gerade angesiedelt wird, der über Gelder verfügen kann, zum Beispiel für staatenübergreifende Entwicklung von Militärtechnologien. Man, wie das das Europäische Parlament schon parteiübergreifend gefordert hat, sagt, wir wollen solche Systeme, solche Technologien nicht mit öffentlichen Geldern fördern. Das ist natürlich viel weniger als ein Verbot, aber es ist eine politische Botschaft. Es zeigt auch den Unternehmen, wohin es geht und wohin es eben nicht gehen soll. Und sogar dafür gab es dann keine Zustimmung im Verteidigungsausschuss und das finde ich spricht dann doch Bände und das zeigt mir auch, dass es hier in Deutschland durchaus Akteure gibt und offensichtlich auch die Parteien, die diese Regierung tragen, die diesen Koalitionsvertrag geschrieben haben, die es eben nicht ernst meinen mit dem Ziel und deshalb werden wir Grüne da weiter Druck machen und Kritik üben. Ich habe eine kurze Nachfrage, Agnieszka, und zwar, du hast zwei Verträge genannt, die wo es Verbotsverträge gab, nämlich bei den Antipersonenminen und bei den Nuklearwaffen. Bei den Antipersonenminen war es in der Tat so, dass relativ viele Länder, die am Anfang nicht dabei waren, so dann doch in Richtung Verbot hinein diffundiert sind oder hineingeschoben wurden. Aber bei den Kernwaffen haben wir doch heute eher eine Situation, dass wir eine Polarisierung oder einen Patt haben, nämlich die Habenichtse haben gesagt, wir sind für das, die nuklearen Habenichtse, wir sind für das Nuklearwaffenverbot, während die Atommächte gesagt haben, nö, wir werden uns dem nicht anschließen und seitdem, sagen wir mal, ist die stagniert, sagen wir mal, auch die Debatte. Riskieren wir bei KI nicht dasselbe Szenario? Also wenn wir sagen, ich weiß es nicht, wir arbeiten jetzt sofort auf ein völkerrechtliches Verbot hin, dann haben wir die Blockfreien, die Österreicher, aber die führenden KI-Nationen werden sagen, nee, also so schnell wollen wir uns da nicht positionieren und bleiben draußen. Und wir haben die zwei Lager, die Polarisierung und wir haben eben keine Brücken, keinen Dialog, keine Brückenbildung. Das, was Herr Bohn und die Bundesregierung gerade versucht. Also riskiert man nicht eine internationale Paralyse? Also das war ja nur die Drohung der NGOs auch zu sagen, wenn sich bei der CCW nichts tut, dann müssen wir diesen Prozess so machen. Ich würde das aber natürlich so sehen als jemand, der für den Multilateralismus ein großer Wert ist. Also mein Wunsch wäre natürlich schon, dass es innerhalb der CCW zu einer Einigung kommt, zu einem Vertrag, zu einem möglichst breiten Verständnis, das von sehr, sehr vielen Staaten geteilt und dann natürlich auch in der Praxis gelebt wird. Das also muss eigentlich das Ziel sein und von dem Hintergrund finde ich es eben nicht überzeugend zu sagen, Deutschland nimmt schon mal Druck aus der Debatte, geht schon mal einen Schritt zurück, weil ich glaube, dass es sehr wohl entscheidend ist, wie ein Staat wie Deutschland sich in so einer Debatte aufstellt und wir eben nicht diese üblichen Lager haben, die sich immer genauso wiederfinden. Das ist ja wirklich total spiegelbildlich zum Nuklearbereich, wo eben auch ich hier mit Frau Baumann ja schon oft saß und wir diese Politik der kleinen Schritte diskutiert haben. Ich meine, der Stillstand im Nuklearbereich bei der Abrüstung und Rüstungskontrolle, der hat ja nicht mit dem Ban Treaty angefangen, sondern der Ban Treaty ist die Antwort auf einen jahrelang herrschenden Stillstand und auf die letzte Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages, die ja gescheitert ist. Also insofern ist es immer schade, wenn man die Prozesse rausnehmen muss. Es ist immer schlecht, wenn diejenigen, die am meisten mit dabei sein sollten, nicht mit dabei sind. Aber offensichtlich muss man da Druck ausüben, weil sich sonst nichts tut. Und deshalb wäre das für mich die letzte Option, bevor man vorschnell einfach aufgibt und sich auf irgendetwas einlässt, was am Ende in der Praxis keinen Wert hat. Vielen Dank, Agnieszka. Wir werden auf das Thema Rüstungskontrolle nochmal zurückkommen. Ich möchte jetzt die Debatte ein bisschen verbreitern und eine Frage an Hans Uskureit stellen, der ein KI-Experte ist. Wie gesagt, wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, hat in Amerika lange gearbeitet, sitzt jetzt in Peking. Und ich glaube, eine Frage, die so ein bisschen anklingt, ist, dass man sagt, wir riskieren vielleicht einen Rüstungswettlauf der künstlichen Intelligenz. So weit sind wir noch nicht, aber vielleicht sind wir schon in einer Art von Wettlauf der künstlichen Intelligenz. Wenn Sie sich zum Beispiel das deutsche Strategiepapier anschauen zur KI, Deutschland will führende KI-Anbieter
weltweit werden. Gestern habe ich mit Noel Sharkey gesprochen und er meinte, die Briten sagen dasselbe. UK will weltweit führend sein in der künstlichen Intelligenz. Silicon Valley sagt das sowieso von sich, China auch. Und ich glaube, was uns jetzt erstmal weiterhelfen würde, Professor Uskoreit, ist, wo steht denn eigentlich Deutschland momentan in diesem KI-Wettbewerb, insbesondere im Vergleich zu USA und zu China? Ich spitze das auch mal zu. Ist Deutschland eigentlich noch dabei im Rennen oder sind die beiden schon enteilt? Ja, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz unterscheidet sich etwas von anderen Technologien, die im Militär eingesetzt werden. Dadurch, dass eigentlich in dem Fall der Treiber gar nicht das Militär notwendigerweise ist, obwohl sehr viele Durchbrüche natürlich durch die amerikanische Forschungsagentur DARPA kamen, ne? Durch hartnäckige, langfristige Förderung. Es geht eigentlich im Moment darum, wer diese Querschnittstechnologie, die man eigentlich überall einsetzen kann, ja, in der Robotik insgesamt, in der friedlichen Robotik, in der Medizin, in Unternehmen, in Produktion, bis hin zu Bildung, Verwaltung, ja, die man überall einsetzen kann, wer dort führt. Im Moment, und da wird jetzt im Moment natürlich ein Wettbewerb heraufbeschworen oder wird dort ausgerufen, der von den Wissenschaftlern natürlich so nicht geführt wird. Ja, die Wissenschaftler sind international tätig. Und dann gibt es eben die Industrie, die im Moment einen sehr großen Wettbewerb hat. Und dann gibt es dort Firmen, die sehr international sind, auch wenn sie in Amerika stationiert sind, und andere, die sehr national sind, wie viele chinesische Großunternehmen. Und ja, es gibt ein neues Buch, erschienen von Kai-Fu Lee, den ich schon kannte, als er Forschungschef bei Apple war. Der hat dann bei Microsoft gearbeitet, Microsoft Asia aufgebaut. Dann war er erster Präsident von Google in China. Der beschreibt einfach in seinem neuen Buch das Ganze als knallharten Wettbewerb zwischen zwei Systemen, zwischen den USA und China, und sagt, er setzt mal auf China. Und das begründet er auch sehr gut. Also die Begründung ist absolut sauber und gut, was die Umsetzung angeht, nicht was die Forschung angeht. Da irrt er. Da sage ich gleich noch was zu. In der Umsetzung ist es in der Tat so, dass im Moment, wenn man sich einfach die Unternehmen anguckt, die Anwendungen, die es schon gibt und die Anwendungen, mit denen Geld verdient wird, die USA führt, aber China aufschließt und dabei ist, in vielen Gebieten zu überholen. Das ist einfach so, ja. Und das betrifft aber nicht die Forschung. Ja. Die Forschung kommt zum ganz großen Teil komischerweise aus Europa. Ja. Aber Europa kann, ja, da ist England ganz groß, da ist Deutschland noch. Wenn man sich die führenden, Vertreter der wirklichen, echten Avantgarde-KI anguckt, ich habe mal durchgezählt die 50 meistzitierten, da kommen eben 28 aus Europa von den 50 und nur 8 aus USA. Ja, da stellt sich das Ganze. Aber wenn wir die Firmen uns angucken, die damit Geld verdienen und die neu gründen, dann führen Amerika und mehr China. Das ist eben wieder das ist das Erste. Das Zweite ist allerdings, dass der Haupttreiber eben die Industrie ist in dem Fall. Und das anders als früher, wo das Militär erst die Entwicklung macht und dann Dual-Use fällt für die Industrie ab, ist es diesmal so, dass eigentlich das ganze autonome Fahren und ganz viel... You have to stop again. Also dass der Treiber ist also wirklich das Ziel, Geld zu verdienen in möglichst vielen Gebieten, dass aber so viele Dinge in der Robotik, im autonomen Fahren, in der Luftfahrt, in der Drohnenforschung bis hin zu Spielen und Spielrobotik alle auch militärisch eingesetzt werden können. Ne? Das ist diesmal das Besondere und das wird auch passieren. Also das ist natürlich ganz klar, dass das passieren wird. Aber man kann jetzt nicht sagen, im Moment ist es noch so bei der Umsetzung, dass es keine allzu geheime Waffe gibt, die die anderen nicht beherrschen. Im Gegenteil, die künstliche Intelligenz ist mehr und mehr verfügbar, auch verfügbar für Staaten, die gar nicht führend in der Entwicklung sind. Ja, auch die können Drohnen bauen und einsetzen. Das macht es noch mal so gefährlicher, nicht? Herr Bohn, Sie hatten einen Kommentar dazu.
Ja, ich möchte es gerne kommentieren, aber vielleicht einen letzten Satz noch zu den Bemerkungen von Frau Burger. Also es ist mir schon ein Anliegen, darauf zu verweisen, dass, glaube ich, die Bundesregierung in diesem Genfer Prozess eine wirklich führende Rolle spielt. Es ist nicht so, dass wir da irgendwie den Druck rausnehmen, sondern im Gegenteil, ich glaube, wir sind da das Land, was am meisten Initiative ist, zusammen mit den Franzosen den Prozess voranzubringen. Kann ich noch vieles im Detail dazu ergänzen, aber um auf dieses hochinteressante Thema zu kommen, was Sie angesprochen haben, also wir im Auswärtigen Amt erkennen eben auch, dass es nicht allein um diese sogenannten autonomen Waffen geht, sondern um eine ganze Entwicklung neuer Technologien, auch gerade basiert auf artifizieller, also künstlicher Intelligenz, die Kriegsführung grundlegend verändern kann. Und wir meinen, das ist ein Thema, was erstmal verstanden werden muss und wofür man sensibilisieren muss. Und deswegen kann ich sagen, dass also auch unser Außenminister Herr Maas im März eine große Konferenz plant, wo es genau um diese neuen Technologien gehen wird, also um autonome Waffensysteme, aber auch um neue Entwicklung der Raketentechnik, Hyperschallfluggeräte, wir haben sie gesehen, Cyberwaffen, aber auch neue Entwicklungen in der Biologie. Man redet davon Bio-Ex-Entwicklung, also Biologie plus andere technische Möglichkeiten wie Nanoroboter und Ähnliches, die, und das wurde ja auch schon angerissen, jetzt gar nicht mal nur für reguläre Truppen vielleicht interessant werden könnten als neue Waffen, sondern die auch zugänglich sind für die nichtstaatlichen Akteure, die damit dann terroristisch oder kriminell vorgehen könnten. Und da glauben wir, das ist ein Riesenproblem, was in der Rüstungskontrolle überhaupt nicht verregelt wird, das gar nicht richtig erkannt wurde bisher. Und da muss man natürlich was tun, denn wir sind ja immer noch in Europa beim Panzerzählen, beim Flugzeugzählen und müssen uns dieser neuen Kriegsführung zuwenden. Vielen Dank, Herr Bohn. Ich möchte jetzt die Tatsache ausnutzen, Herr Uskurat, dass Sie in Peking sind, weil ich glaube, heute in der Fachkonferenz klang einige Male dieser Vorwurf an, dass wir im Westen mit die künstliche Intelligenz weiterentwickeln und uns gleichzeitig auch sehr viele Regeln, ethische, völkerrechtliche und so weiter auferlegen. Und während, und das war, sagen wir mal, der Verdacht, die Chinesen da etwas schmerzfreier sind in der Entwicklung der KI, in der Trennung zwischen ziviler und militärischer KI, in der Nutzung von KI im Zusammenhang mit Datenschutz, mit Menschenrechten etc. pp. Meine Frage an Sie ist, da Sie ja auch in China ein bisschen die Startup-Landschaft kennen und die KI-Szene, gibt es in China oder China, wie ich es lieber sage, einen äquivalenten Diskurs, wie es hier in Europa gibt, wo es um ethische KI geht, Regeln für künstliche Intelligenz, oder ist es ein rein kommerzielles Unterfangen, wo es heißt, das ist ein Wachstumsmarkt, da gehen wir rein und werden die Nummer eins? Gibt es diese Debatte? Ganz schwer zu beantworten. In der Form wie hier natürlich nicht. Es ist keine Ängstlichkeit da. In China ist es so, dass die künstlichen Intelligenzforscher, die besten des Landes, die kennt jeder auf der Straße, ist wie hier die Fußballstars. Also zum Beispiel den Kai-Fu Lee, den ich erwähnt habe, den kennt jeder. Und wenn er auf der Straße auftaucht, machen die Leute Fotos mit ihm zusammen. Ja. Das heißt, das ist eine ganz andere Einstellung und man erwartet Wunderdinge dort von der KI, vielleicht sogar zu viel. Also man erwartet, dass dort diese rasante Entwicklung, die da ist, die China schon jetzt sehr weit nach vorne gebracht hat, China endgültig weit vor alle anderen katapultieren wird, weil man das in China eben einfach durchzieht. Ja. Es ist kein Vergleich in der Förderung durch den Staat und auch durch die Industrie, ist einfach kein Vergleich mit dem, was hier passiert, auch noch nicht mal in den USA im Moment. Das ist das eine. Zum anderen werde ich dort auch viel von Journalisten gefragt über soziale Auswirkungen, über ethische Auswirkungen. Man redet darüber, es gibt Diskussionen. Man ist übrigens neuerdings auch in der Medizinethik sehr viel genauer mit medizinischen Daten und trotzdem macht man alles. Das heißt, man redet drüber und macht sich auch Gedanken. Es ist nicht mehr so, dass man einfach nur nach vorne marschiert, gar nicht guckt, sondern man denkt drüber nach. Es würden auch Gesetze erlassen und trotzdem zum Schluss gewinnt der Pragmatismus. Und es gibt staatlich gefördert, nicht staatlich gefördert, hunderte von Robotikfirmen, die alle das Gleiche machen, bei denen ich, als ich sie das erste Mal besucht habe, dachte, das ist ja eigentlich eher Studenten- oder Kinderrobotik. In der Zwischenzeit nach den
nachdem ich da 2 Jahre bin, sehe ich, ja, 50 von den 500 bringen es wirklich, ja, und die reichen dann auch. Das heißt also, die Masse und der große Wettbewerb machen es. So ist die, also, es gibt ansatzweise eine Diskussion, aber letztendlich setzt sich Pragmatismus durch und es wird einfach durchgezogen. Vielen Dank, Herr Professor. Ich habe jetzt eine Frage an den anderen Professor, nämlich an Professor Sharkey, und das ist auch nochmal eine China-Frage. Was ich... Was mich erstaunt hat, Professor Sharkey, ist, dass China scheinbar ihre Kampagne unterstützt, indem sie sagen, ja, wir sind auch für ein Verbot des Einsatzes von autonomen Waffensystemen. Immerhin, sie sind für ein Verbot. Gleichzeitig sehen wir natürlich, dass China exorbitante Ausgaben hat und Investitionen in den Bereich künstlicher Intelligenz, den zivilen und militärischen Bereich überhaupt nicht trennt. Im Gegenteil, sie sprechen sogar von einer zivil-militärischen Fusion des Ganzen. Das heißt, alles, was wir im zivilen Bereich erarbeitet, steht der Volksarmee, der PLA, zur Verfügung. Und da frage ich mich einfach, ist vor diesem Hintergrund und auch von dem Hintergrund, was Professor Uskurat gesagt hat, dass die ethischen Debatten in China jetzt nicht sehr weit fortgeschritten sind, ist glaubwürdig, dass China möglicherweise die Lead Nation of Artificial Intelligence wirklich für ein Verbot autonomer Waffensysteme ist. Oh, I can talk without a microphone. Yes, it is. It is, because if they go to the UN and they say it, we take it. It's as simple as that. And it's one thing you're talking about, and if everything that's happening in the civilian world gets transferred to the military. I don't know anybody in the civilian world who are making targeting systems that shoot and kill people, which is what we're concerned about. What China will be using AI for in the military is planning operations a lot. That's what everybody's talking about, because I talk to the Chinese military as well, and I visit Beijing. But they can use it for cleaning their warships, they can use it for anything else they like, but not for these weapons. And I don't see why I should think that any less of them than anybody else. And when you talk about ethical discussion, I mean, I've been nagging our government for the last 10 years. They just, every time they talk about AI, they might mention the word ethical in one tiny little footnote, but everything's about, we're going to make $40 billion for this for our economy. They don't give one damn about the ethics of this stuff unless you really push it down the throat. And enough of us around Europe have been doing that, so that governments now, they talk the talk, but they don't walk the walk. They'll talk about ethics, they'll set up an ethics group, and they have a list of principles, generally speaking, that are pretty meaningless when it comes to actually working with them. So I wouldn't pick on China at all as being different. It's a different culture. It's a horrible dictatorship, admittedly. But if they say they're going to ban the weapon, I've no reason to disbelieve them. And I think that it's very good that a superpower has come on board, because you're saying about Russia and the United States and Israel and South Korea are going to... Sorry, I must just address a point here. You're saying that they won't come on board the weapons ban. That's one of your motivations for the political declaration. Is that right? Are they coming on board the political declaration? Also das... Ja... Davon gehen wir aus, dass es viel einfacher sein wird, diese Staaten unter den Deckmantel einer politischen Deklaration zu bekommen, dann vielleicht auch an Bord eines Code of Conduct, und dass wir so viel besser voranschreiten können. Ja? Was die Chinesen betrifft, das ist in der Tat eine ambivalente Position. Zum Teil wird in der Tat das Verbot unterstützt, aber auch wiederum an Bedingungen geknüpft. So, da würde ich die Aussage nicht mittragen wollen, dass die Chinesen wirklich für ein Verbot sind. Aber in der Tat, das ist eine etwas ambivalente Position. Yes, well, I've been talking to them for 5 years, and I've been to visit them in the Foreign Office in Beijing, and they've promised me for years they would go along with the ban, but they had to convince the PLA, which they've now done.
But the thing about the political declaration, and I mean, Germany's our friend, definitely, but I don't see how you can say that I've heard Russia, America, and Israel making it very clear that they want nothing to do with the political declaration. Nothing. So unless they're lying, whereas China are obviously lying because they're supporting the campaign, there's something wrong here. And I don't see how that's any different than trying to get them to go for a full prohibition, because what you've got then is a weak regulatory document. And how do you get them then to move to the next step? Because what happened, and you brought up nuclear weapons, which is a completely different thing. It's a fully formed technology. They have big leaders in it. This is a preemptive ban. It's not a fully formed technology yet. And it's really, really urgent. And while you're playing with treaties, the way people did with aerial bombardment, they played with treaties, and look where that led us. That really stopped it. They played with treaties for a long time. And while you're playing with treaties, these people are developing like crazy. And if you were to step up and say, we want a prohibition, and the rest of Europe followed you, it wouldn't matter. We had to ignore the United States for cluster munitions. We had to ignore the United States for landmines. We went outside there, and they became customary law. So they don't use landmines now either, and neither do Russia. So it just takes enough nations. I've often hoped with Germany, we've had the Oslo Accord, we've had the Ottawa Accord, and I was really hoping that one day we'd have the Berlin Accord. And I think that that would be great to see. And I think you should step up and do it. Das kann ich gern kommentieren, muss natürlich dabei etwas ins Detail gehen, um es vielleicht doch kurz zu machen. Also der Prozess in Genf in der VN-Waffenkonvention ist nicht zu unterschätzen. In diesem Jahr hat zum Beispiel diese Gruppe der Regierungsexperten, und diese umfasst in diesem Fall eigentlich, die ist offen für alle Mitglieder dieser VN-Waffenkonvention, einen Abschlussbericht einheitlich, also einstimmig verabschiedet, was immer eine große Errungenschaft ist, das einstimmig zu machen, und was auch natürlich ein Vorteil ist, da liegt ja eine große Kraft darin, das einstimmig zu machen, indem gesagt wird, dass man sich darauf einigt, dass es autonome Waffen nicht geben darf, wo also, da wird nicht der Begriff menschliche Kontrolle benutzt, aber es wird schon der Begriff der menschlichen Verantwortung und der menschlichen Zurechenbarkeit aus dem Völkerrecht benutzt. Das war schon ein großer Fortschritt. Es wurde entschieden, dass wir in diesem Jahr weitermachen mit dieser Gruppe und dass es um das Thema menschliche Kontrolle gehen soll. Das ist für uns einfach ein gutes Momentum, also auf Deutsch eine gute Dynamik, die sich da entwickelt. Deswegen sind wir optimistisch, dass wir einen Schritt weiterkommen können. Was wir wirklich mit der Idee eines Vertrages nicht können. Im Übrigen, es wurde der nukleare Verbotsvertrag schon genannt. Da haben wir natürlich auch eine etwas andere Situation. Es gibt Nuklearwaffen. Es wird lange dauern, bis Nuklearwaffen verschwinden. Es gibt daher auch diese Bewegung für den Verbotsvertrag, für den Bannvertrag. Bei den autonomen Waffen sind wir in einer anderen Lage. Die gibt es, bis auf die Beispiele, die Professor Scharke genannt hat, ja noch nicht in dieser Art, dass wir sagen können, die müssen schon alle abgerüstet werden. Das ist eine Entwicklung, die jetzt einsetzt, die wir noch verhindern können. Und ich glaube, mit dieser politischen Deklaration, mit dem Code of Conduct kommen wir weit. Und letztes Wort dazu, im allgemeinen Völkerrecht, also im humanitären Völkerrecht, ist ja das Verbot eigentlich schon vorhanden, auch wenn es nicht so ausbuchstabiert ist. Professor Scharke hat darauf hingewiesen, auf die wichtigen Prinzipien, die wir auch unterstützen wollen mit unserer Erklärung, nämlich Zurechenbarkeit von Waffeneinsatz oder Prinzip der Verhältnismäßigkeit, Unterscheidung von Freund und Feind, Unterscheidung von Zivilist und Kombattanten und so weiter. Das läuft ja darauf hinaus, das kann nur ein Mensch, das ist eigentlich festgeschrieben im allgemeinen Völkerrecht. Insofern geht es uns darum, jetzt dafür zu sensibilisieren, für diesen Sonderfall der autonomen Waffen. Danke. Vielen Dank, Herr Born. Agnieszka, du hast erstmal das letzte Wort und danach hat das Publikum noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Aber du hast jetzt auch ein paar Kommentare noch zu dem, was du hier gehört hast. Ja, also
Ja, zum Glück gibt es die Waffen, über die wir jetzt diskutieren, so in dieser Form noch nicht. Sie werden noch nicht in dieser Form eingesetzt, aber es wäre natürlich schon technisch möglich. Sie wären nur extrem fehleranfällig. Ich glaube, wir haben hier eine Reihe von Beispielen gehört und wir können alle sehr froh sein, dass sie so in der Form nicht eingesetzt werden. Deshalb sprechen wir ja aber auch hier von präventiver Rüstungskontrolle. Und irgendwie gebe ich einfach die Hoffnung nicht auf, dass die Menschheit irgendwann so klug sein wird, wenn neue Technologien auf den Markt kommen, ja, ob es aus dem zivilen oder militärischen Bereich ist, die so einfach zu betrachten. Und ich glaube, deshalb gibt es ja auch so viele Forscherinnen und Forscher, die dieses Plädoyer für den Vertrag machen, ja, dass man einerseits die Chancen nutzt. Ich bin absolut für Pragmatismus. Ich bin auch nicht gegen die Nutzung von Robotik im militärischen Bereich. Ich kann mir zum Beispiel im Bereich Minenräumung eine Reihe von Szenarien vorstellen, wo künstliche Intelligenz, Robotik einen tollen Beitrag liefern kann, Menschenleben zu schützen. Aber ich will noch mal hier auf die Definition verweisen. Es geht einerseits um die automatische Zielauswahl, die also ohne den Menschen erfolgt, und dann die Entscheidung zum Waffeneinsatz. Ja, und wie gesagt, das wäre technisch schon möglich, und auch eine Reihe von Systemen, die ja jetzt schon im Einsatz sind, haben schon autonome Komponenten, landen, starten. Kann man jetzt alles ja nicht hier ausführen. Und ich glaube schon, dass wirklich dieser Wesenskern in diesen zwei Funktionen, Zielauswahl und Waffeneinsatz, besteht. Wir müssen ja nur zurückdenken an den sowjetischen Oberstleutnant, der im Rahmen des Kalten Krieges, ja, dem sein System angezeigt hat, hier ist der Raketenangriff der Amerikaner, ja, und seine ganzen Daten, ja, da waren Softwarefehler des Satelliten schuld, das waren Wolken und Sonnenspiegelung, die er für Raketen gehalten hat. Und sein gesunder Menschenverstand oder vielleicht auch sein Bauchgefühl, ja, hat gesagt, mit 5 Raketen, das glaube ich nicht. Und wahrscheinlich war es auch der Respekt davor, was passiert, was das für eine Verantwortung ist, hier den nuklearen Schlag von russischer Seite auszulösen. Ja? Und deshalb kann man das nicht hoch genug schätzen. Ich glaube nicht, dass wir dieses, ja, absehbar durch KI, durch Roboter ersetzen können. Im Gegenteil, es gab hier eine Reihe von Gründen, warum das wahrscheinlich auch erst einmal für sehr, sehr lange Zeit nicht der Fall sein wird. Und deshalb wäre es wichtig, ja, einen solchen Vertrag auf den Weg zu bringen, um das einzuhegen, bevor die Katastrophe da ist, wie wir es im Bereich der Nuklearwaffen gesehen haben. Vielen Dank, Agnieszka. Ich würde den Podiumsteilnehmern noch mal die Gelegenheit geben, Stellung zu beziehen, aber ich würde jetzt gerne das Publikum auch einladen, falls Sie Fragen oder Kommentare haben, die jetzt loszuwerden. Die Frage ist, haben wir ein Saalmikrofon? Ah ja, gut. Also wenn wir Fragen haben, ich sehe die Dame in der dritten Reihe, wenn Sie sich vorstellen möchten, freut uns das. Ansonsten, wie Sie es gerne belieben. Mein Name ist Andrea Daniel. Ich bin eigentlich nur aus privatem Interesse hier, nicht für irgendeine herausragend wichtige Institution. Aber was mich an der Diskussion eigentlich schon immer mal interessiert hat, und ich bin froh, für die Gelegenheit, die Frage mal loszuwerden, ist, ich habe noch nicht ganz verstanden, was der Unterschied ist zwischen den Drohnenattacken, die man heutzutage hat, zum Beispiel der USA, und diesem Self-Targeting von den autonomen Waffensystemen, wo da wirklich im Kern der materielle Unterschied liegt, weil zum Beispiel die Identifikation von Target-Personen für die Drohnenangriffe, die es jetzt gibt, zum Teil auch schon auf Algorithmen und auf künstlicher Intelligenz zum Teil beruhen. Wenn zum Beispiel die Datenauswertung der Geheimdienste gemacht wird, das wird einfach von Computer zu Computer weitergespielt. Und dann hat der Operator auf der amerikanischen Seite irgendwann einmal diese Identifikation. Dann wird diese Zielperson gesucht. Und wenn die gefunden wird, dann, wie der Professor aus Sheffield sagte, dann wedelt der mit dem Laser und dann wird der Mann abgeschossen. Die menschliche Kontrolle scheint mir da jetzt schon relativ begrenzt zu sein in der Praxis. Und ich wäre jetzt einfach mal vielleicht dem Leiter des Forschungsinstitutes dankbar, wenn er mir erklärt, inwieweit geht dieses Self-Targeting der autonomen Waffen darüber eigentlich hinaus, was wir jetzt schon haben. Vielen Dank. Ich würde erstmal ein paar Fragen sammeln und dann diese Fragen ans Podium weitergeben. Gibt es weitere Fragen oder Bemerkungen? Ich sehe erstmal keine. Dann würde ich sagen, Herr Huskereit, wollen Sie versuchen, erstmal auf diese Frage zu antworten? Kann ich machen, aber es wird genau dem entsprechen, was Professor Sharkey auch schon erwähnte. Im Grunde genommen ist es so, dass natürlich der Mensch seine Sorgfaltspflicht jederzeit vernachlässigen kann
und der Technologie vertrauen kann. Das wird auch so im Kriegsfall sein. Das ist auch eine der Schwachpunkte in dem Ganzen. Nicht? Da müssen wir uns auch drüber klar sein, dass selbst wenn wir so eine Ächtung erreichen, wir immer noch nicht sicher sein können, dass die Menschen nicht einfach ganz im Eifer des Gefechts, in der Eile, der Technik blind vertrauen und den Ja-Knopf drücken, auch wenn sie nicht richtig überlegt haben. Hier ist eine ganz große Herausforderung. Das heißt, die künstliche Intelligenz müsste nicht nur für den Einsatz im Militär, auch auf anderen Gebieten, wo der Mensch im Moment aus der Verantwortung entlassen werden kann oder sich stehlen kann, eigentlich dafür sorgen, also die künstliche, ist ganz kompliziert, die künstliche Intelligenz müsste wenigstens dokumentieren können, inwieweit Menschen und menschlicher Verstand überhaupt eingesetzt wurden. Das Ganze haben wir ja auch in der Medizin. Ja? Natürlich ist es so, wenn ein überlasteter Mediziner merkt, dass der Computer meistens fast immer die richtige Entscheidung trifft, wird irgendwann die Tendenz da sein, die Kontrolle zu übergeben. Nicht? Das ist ganz klar. So, und an jeder Stelle. Und das kann natürlich, also es kann sein, dass der Mensch, der eigentlich im Moment noch dafür kämpft, die letzte Entscheidungsgewalt zu behalten, sie dann doch abgibt und weggibt es. Aber trotzdem, wir müssen einfach, wenn wir die Möglichkeit erlassen, dabei lassen, den Menschen immer im Loop zu lassen und das auch dokumentieren, ja, versuchen festzustellen, dann haben wir eine Chance, den Menschen auch so, den Menschen können wir manchmal leichter lenken als die Technologie. Sondern können wir den Menschen dazu bringen, dass er an der Stelle zwingen, ja, dass er seiner verantwortungsvollen Rolle auch entspricht. Ja. Vielen Dank, Herr Professor. Gibt es weitere Fragen? Ja, in der letzten Reihe, bitte. Agnieszka Walorska, mein Name. Ich bin Unternehmerin und beschäftige mich eben mit künstlicher Intelligenz. Und ich habe mal so eine Frage in die Runde, weil es sind hier bestimmt viele Leute, die jetzt nicht unbedingt KI-Experten sind. Und sind denn eigentlich so Untertitel wie sind die Killerroboter noch aufzuhalten, auch wirklich der Debatte über die künstliche Intelligenz zuträglich? Weil es gibt ja sowieso schon so eine große Disproportion in der Wahrnehmung der künstlichen Intelligenz zwischen den Chancen und den Bedrohungen. Und die Bedrohungen sind sowieso so stark im Kopf. Und dann kommt noch so ein Titel. Ich hadere so ein bisschen damit. Also die Verantwortung für den Titel übernehme ich. Und die Tatsache, dass dieser Raum voll ist und Leute noch auf der Schäfchentreppe sitzen, zeigt erstmal, dass er nicht ganz verkehrt war. Ich gebe Ihnen allerdings recht, dass es nicht unser Sinn und Zweck oder Sinn und Zweck dieser Veranstaltung ist, in Alarmismus zu verfallen. Und im Gegenteil, wir nehmen diesen Auftrag an politischer Bildung ernst und versuchen auch aufzuzeigen, dass künstliche Intelligenz eine Chance ist, ein Potenzial ist, viele Lebensbereiche sowieso verändern wird, möglicherweise auch vieles zum Positiven. Das hoffe ich, sollten auch alle mitgenommen haben. Heute, anlässlich der Tatsache, dass Noel Sharkey hier ist, haben wir das Thema ein bisschen auf eine Schattenseite fokussiert. Aber wir eben auch haben extra deshalb auch den Professor Uskoreit eingeladen, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, der ja schon auch mehr oder weniger uns zeigt, dass künstliche Intelligenz mehr ist als diese Killerroboter. Aber umgekehrt, es ist eine Debatte, die jetzt, wir sind eine politische Stiftung, auf der politischen Agenda ist. Und die Wortwahl ist auch der Person Noel Sharkey geschuldet, der eben diese Kampagne gegründet hat, Ban Killer Robots. Und wenn das ein bisschen zu alarmistisch rüberkam, entschuldigen wir uns, aber ich bin trotz allem glücklich, dass viele Leute hierher gekommen sind und an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. I think if you weren't alarmed, I would be surprised. The alarmists that I don't like are people like Elon Musk that are talking about robots rising up and killing us all and artificial intelligence killing us all and the singularitarians. That's the stuff that doesn't matter. But this matters a lot.
And AI is such a diffuse subject. What I'm looking at in business, I mean, I've been working, as I said before, I've been working in the field for 40 years, and it has not changed, the techniques have not changed much since the 1980s. What has happened is we've got a lot faster computers with a lot more power and a lot more memory. And what I see a lot of the time in business, companies claiming to be doing AI when they have a statistical package or something like that. So it's not really clear to me when I look at, I work with businesses a lot, when I look at commercial applications, what have they got to do with AI? I mean, it's all about machine, that was my field, machine learning. And it's all about that, where you just pump in masses of data. So that's one kind. Scientists generally, we've had something like 20,000 scientists, I don't know if you're one of them, from all over the world, the leading scientists in AI, writing letters to the UN at least 3 times, open letters saying, you must ban this technology. We've had leading companies, in fact, DeepMind, who I think is the best AI company in the world, have come to the UN and stood up and explained why AI should not be used for this. Because you have to, if you're really serious about using AI in business and commerce, why on earth would you let something like this happen? That's what they're thinking. If you let this happen, the public don't like you much. And when you mention, eventually you'll mention, I work in AI, and you'll have to run and hide. You won't be somebody who's invited to many parties or dinners, because everybody will think that's the person responsible for wiping out the entire population of some African country. So I wouldn't go too strongly against it if I were you. I would support it. Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt noch eine letzte Frage zulassen und dann schließen wir. Bitte, Madame. Danke. Alassane Najafi, ich bin Studentin des Europarechts und ich hätte eine Frage an Sie, Mr. Shaki, und zwar Meaningful Human Control, das ist bei mir irgendwie hängen geblieben. Wie kann man das denn in juristischen Begriffen zertifizieren und ist das in der Konvention drin, die Sie erwähnt haben? Und dann die Frage an Herrn Bohn, ist das auch in der Political Declaration zu finden, die Bundesregierung anstrebt. Also da genau zu wissen, was damit eigentlich genau gemeint ist. Ich kenne das von den ganzen europarechtlichen Instrumenten, mit denen ich mich rumschlage, dass am Anfang ein langer Katalog ist in den ganzen Verordnungen, wo genau festgelegt wird, was bedeutet. Und der Begriff ist für mich gerade noch ein bisschen... Vielen Dank. Also der Begriff Meaningful Human Control, wenn Sie den zuerst übernehmen, ist der Teil der oder Diskussion oder der deutschen Position. Und dann hat Scharke das letzte Wort. Also Human Control, das ist praktisch der zentrale Ausdruck in diesen, in diesem Input, den wir geben in den Genfer Prozess für eine politische Erklärung. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Noel, Meaningful Human Control, your definition. Well, it's not a I don't want to give a definition because it's a bit long, but your question was about how do you write the legal document. It's not easy, and the ICRC are certainly working on it. I've written some academic papers explaining what it should be and how it should work, and what you mentioned earlier about people following the machine, I mean, that's a well-known thing called automation bias. And that has to be written into the legal document. How do you stop that? But the first step for us before that is trying to get nations who are all at this GGE, group of governmental experts, to come with what they think is an acceptable level of human control and what it means. And only so far, only one nation, that's my nation, the UK, surprisingly, because they haven't been good about anything else, have come with a working paper. I don't agree with all of it, but it is a good working document. And so it's... I can't really, as a campaigner or an academic, tell nations what to do. My job is to get them around the table and to advise and then to complain about what they're doing. It's not to tell them what to do because they won't listen. So it's to get their legal people around the table and then we'll examine it and see if it fits the bill or not. Herr Bohn möchte noch was ergänzen. Ja, weil Sie auch danach fragten, was ist so der völkerrechtliche Anknüpfungspunkt zu dem Begriff Human Control oder menschliche Kontrolle. Wie ich schon vorher sagte, wir verbinden diesen Prozess mit den Prinzipien, die eigentlich im humanitären Völkerrecht bereits festgelegt sind. Also
dass Menschen entscheiden über die Verhältnismäßigkeit von Waffeneinsatz, über die Zielauswahl, über die Zielbekämpfung, Unterscheidung zwischen Freund, Feind und Zivilist und Kämpfenden und auch über die Frage des sogenannten Kollateralschadens, also dass man unnötiges Leiden von Zivilpersonen vermeidet. Das alles steht für uns unter dem Begriff, dass also menschliche Kontrolle über Waffen erforderlich ist. Danke. Wunderbar, vielen Dank, Herr Bohn. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, auch bei allen Zuschauern im Livestream, bei den Zuschauern draußen auf der Schäfchentreppe. Ganz großer Dank an unsere Panelisten und in erster Linie an Noel Sharkey für diese fantastische Rede, die wir gehört haben. Danke an Caroline Schröder, die mir geholfen hat, diese Veranstaltung zu organisieren. Und vielen Dank auch den Übersetzern, die, glaube ich, heute einen sehr guten Job gemacht haben. She just translated that. Kommen Sie gut nach Hause. Es gibt unten noch ein paar gute, gesunde, alkoholfreie Getränke und ansonsten einen schönen Abend Ihnen alle.